Dass heute Morgen hier in Frankenthal die Festnahme des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Mahmoud A. stattgefunden haben soll, spürt man heute Mittag nicht. Der Hauptverdächtige Mahmoud A. ist heute hier in Frankenthal von der Generalbundesanwaltschaft festgenommen worden. Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, in den Jahren zwischen 2012 und 2014 im syrischen Bürgerkrieg gegen die Bevölkerung vorgegangen zu sein. Dabei soll er unter anderem gezielt auf Demonstranten geschossen und sie so getötet haben. Und er soll auch Zivilisten körperlich misshandelt haben. Wir waren eben in der Stadtverwaltung. Dort wusste man allerdings erst seit 10 Minuten von der Festnahme. Deshalb wollte die Stadt sich noch nicht dazu äußern. Und auch die Menschen in der Innenstadt waren überrascht und haben von der Festnahme noch nichts mitbekommen. Nein, gar nichts. Also es war nichts ersichtlich, keine Nachrichten. Also ganz normal wieder, andere Tag auch. Also ja, sonst glaube ich, wäre ich gar nicht in der Stadt. Angst ist ein schlechter Berater, deswegen nützt es nichts, da Angst zu haben. Wir müssen damit leben. Ja, es wundert mich schon, weil die ganze Zeit, also man kriegt so nichts mit, was in der Stadt abgeht. Die Festgenommenen sind am Mittag mit Hubschraubern abgeholt worden. Sie tragen Hand- und Fußfesseln sowie Augenbinden und Gehörschutz. Ein Polizeitransporter hat sie an die Generalbundesanwaltschaft übergeben. Pressesprecherin Ines Peterson macht nochmal deutlich, dass sich die vorgeworfenen Taten nicht in Deutschland ereignet haben sollen. 4 der 5 Beschuldigten sollen Teil einer Miliz gewesen sein, die im Jahr 2012 bis 2014 im Auftrag des syrischen Regimes einen Stadtteil in Damaskus, namentlich Al-Yarmouk, kontrolliert hat. Der 5. Beschuldigte soll Mitarbeiter eines syrischen Geheimdienstes gewesen sein. Einem Beschuldigten legen wir auch zur Last, 3 Personen in Al-Yarmouk festgenommen zu haben, die dann vom syrischen Geheimdienst in Tadamon, ein weiterer Stadtteil von Damaskus, getötet wurden. Dabei soll es sich um Mahmoud A. handeln. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs wird nun über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden.